Hallo liebe Leute, ich bin nochmal in der Eiswelt und habe gerade zwei, ja, Dailies, zwei pre-recorded Dailies aufgenommen, in denen ich einfach nur Minigolf spiele. Und ich muss sagen, es hat mir schon Spaß gemacht. Dieses Spiel ist lustig und ich glaube, da könnte ich mir durchaus mal vorstellen, dass wir das auch irgendwie mit ein paar mehr Leuten zusammen on stream machen. Damit ich solche grandiosen Dinger mache. Die ganze Zeit. Damit sollte ich das jetzt eigentlich schon beenden, aber ich wollte noch so ein, zwei Sachen sagen. Und zwar, morgen übermorgen wird es auf jeden Fall ein bisschen Minigolf geben hier, so, das könnt ihr euch angucken oder nicht, das ist euch natürlich frei überlassen. Da spiele ich einmal alle Löcher von einem, ja, einem Thema, keine Ahnung, Park, wie auch immer man das nennt, durch. Und ansonsten habe ich heute auf dem Stream auch schon gesagt, also beim Replay-Liga-Casten, dass ich demnächst auf jeden Fall auch mal wieder so ein bisschen Bock habe, einfach live zu casten, weil Replay-Casten ist gut, Chat ist gut, aber ich habe schon mal wieder Bock auf so ein bisschen Live-Games irgendwie. Deswegen, ja, ich sag mal, sobald die Replay-Liga-Games durch sind, werde ich sicherlich auch mal wieder so 1, 2, 3 Cups einfach machen, bevor ich dann wirklich auch in die nächste Runde Replay-Liga reingehe, in die Planung oder so, weil im Moment, boah, sage ich euch ganz ehrlich, das Replay-Ding hat mich schon ein bisschen gebrochen jetzt. Und deswegen, oh, das war nicht so gut. Muss ich dann vielleicht eben 2, 3 Wochen Pause haben und so ein bisschen, das wird zu viel, das wird schwierig, das wird sehr schwierig. Das war wieder genauso doll, ne? Genauso dumm quasi. Dass ich da auf jeden Fall so ein bisschen was anderes mache oder live caste und dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen selber StarCraft spiele, bevor ich dann sage, okay, nächste Replay-Liga-Saison. Auch wenn ich jetzt sage, bis Ende April soll gecastet werden. Im Mai ist offiziell immer Saisonstart. Auch die letzte hat es ein bisschen später angefangen. Ich muss dann auch noch mal kurz schauen, wie die nächsten großen Turniere liegen, dass man da möglichst nicht unbedingt, ja, genau, keine Ahnung, startet, wenn 2 Wochen lang komplett IM ist, IM, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. ESL Pro Tour, ESL Masters, wie auch immer es gerade heißt. Sondern so, dass man dann auch durchspielen kann und auch ja nicht so viel, ja, andere Casts im Weg hat. Ist das jetzt dein Ernst? Ich werde versuchen, das jetzt hier noch ins Ende zu machen und dann muss das aber auch reichen. Eingelocht! Das war's für heute, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein.